In Chile gilt derzeit noch eine Verfassung aus der Zeit der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet. Jetzt ist in dem südamerikanischen Land eine Versammlung gewählt worden, die eine neue Verfassung ausarbeiten soll. Ersten Ergebnissen zufolge werden ihr mehrheitlich unabhängige und linksgerichtete Kandidaten angehören. Vorausgegangen waren der Abstimmung Massenproteste ab Oktober 2019, bei denen die Abschaffung der bisherigen Verfassung eine der zentralen Forderungen war. In einem historischen Referendum stimmten im Oktober 2020 mehr als 3/4 der wahlberechtigten Chilenen dafür, dass es eine neue Verfassung geben soll. Diese muss nun innerhalb von 9 Monaten ausgearbeitet werden, mit einer möglichen Verlängerung um maximal 3 Monate. 2022 wird in einem Referendum darüber abgestimmt.